Was geht ab? Herzlich willkommen zu Folge 7 vom Beatbreak Podcast, dem Podcast von Producern für Producer und alle anderen, die es interessiert. Mein Name ist Janix und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier am Start, und zwar den dritten High-Hitter. Was geht, Doc BBB? Yay, yay, Grüßchen an alle. Ich grüße dich. Hi. Ist mir eine Freude, dass du da bist, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, jetzt die Weirdo-Folge. Ich bin gespannt. Apropos Weirdo, da sprichst du schon direkt was an. Ich habe heute mal noch ein bisschen intensiver deinen Namen gegoogelt und Mucke gehört. Chief Keef, oh, yeah. Chief Keef, Mixtape und so. Wildes Zeug auf jeden Fall dabei. Ein paar Mal gut gelacht. Boah, ey, das war wirklich eine ganz extreme Sache. Das ist alles komplett Freestyle gewesen. Also wirklich Top of the Dome Freestyle-Shit. Und sagen wir so, da ging es mir vielleicht gesundheitlich nicht so gut, dass ich ein, zwei Medikamente nehmen musste dabei. Ich glaube, man hört's. Man hört's auf jeden Fall raus. Ja, aber lass uns vielleicht mal vorne anfangen. So, was waren so deine ersten Kontakte mit Hip-Hop-Mucke und an welcher Stelle hast du dich entschieden, dass du es selber machen willst? Ey, man muss dazu sagen, okay, ich werde mein genaues Alter jetzt nicht verraten, aber ich bin wirklich uralt so. Und das war damals, ich weiß noch ganz genau, ich glaube, es gibt zwei Sachen. Entweder war es irgendwas von Fanta 4, Dida oder so eine Scheiße. Aber so das Erste, wo ich richtig einen Rap gehört habe, war immer Coolio mit Gangsta's Paradise. Da war irgendwie so ein Film, kam auf Videokassette gerade raus oder so ein Scheiß. Und das lief die ganze Zeit. Das war zum ersten Mal so Schwarze in der Bronx und coole Rap-Musik gehört habe, und da war ich eigentlich schon hooked, aber habe zu dem Zeitpunkt als kleiner Pisser halt immer Ärzte, Rammstein und so Zeug gehört, eher viel Punkrock. Und dann so mit 13 oder so hat's dann richtig angefangen mit Eminem erst und so, und dann Samy Deluxe dann halt auch schnell auf die deutsche Schiene gekommen. Und dann sehr viel Berlin, sehr viel Untergrund, MOR, Royal Bunker, den ganzen Scheiß. Genau. Und selber, das war eigentlich auch schon sehr, sehr früh, ich wurde mehr oder weniger gezwungen. So, ich, das Shoutout an die Packs, so die Rap-Crew aus meinem Dorf damals, die haben halt schon mit 13 angefangen, richtige Scheiße, halt so richtige Bauern-Rap zu machen, so halt über die Hood und so. Und da wurde ich halt von den Atzen gezwungen, da mal auch ans Mic zu steppen, und ich war 14 oder so. Ach, krass, crazy. Und wir haben in so ein komisches Stand-Mic, wo du eigentlich, ich weiß auch nicht, was du da drauf aufnimmst eigentlich, so ganz dünn, eigentlich wie so ein Headset-Ding, wie so ein Headset-Mic, aber auf so einem kleinen Ständer, die Qualität war unfassbar scheiße. Fuck. Und da hat man mir sogar noch den Text geschrieben, so, ich wurde einfach geholt, rap das mal, wie, ja, also einfach auf den Takt sprechen, naja, alles klar, einander gerappt, okay, war kacke, aber ja, war witzig so, alle gelacht. Und dann bin ich dann darauf gekommen, dass meine Kollegen dann auch, ja komm, wir wollen auch vielleicht ein bisschen was machen. Ich habe ein Mic von meinem Vater, bla bla. Und dann, ja, wir brauchen Beats. Damals Internet, ja, du kannst hier 3, 4 Beats runterladen, die jeder hat. Kannst hier den Snoop Dogg Beat runterladen, von Laylo war es noch, und MOP, so Shit halt. Na, irgendwie lame, irgendwie brauchen wir Beats. Und ich hatte damals davor schon ein bisschen Kontakt zum Beat bauen, weil PlayStation 1 auf einer Demo-CD war Music. Krass, der Real Deal. Alter. Mhm, da hab, glaube ich, auch die Sekte, also Sido und BeatTight, damals die ersten Sachen selbst, die ersten Beats selbst gemacht. Im Endeffekt hast du halt Loops gehabt und konntest sie so zusammenstecken, es war halt wie Lego. Und da hatte ich das schon so ein bisschen, ah, so funktioniert das. Und dann gab's irgendwann mal im Pennymarkt oder so, ich hab ja eure Folge auch gesehen, du und Tall, Timmy. Tower Timmy, ja, man schaut. Ja, ihr habt ja auch mit so räudigen Programmen angefangen, und ich auch. Ja, aus der Kellogg-Packung war unser Scheiß. Mein hat wenigstens noch Geld gekostet, so 10 Euro oder so aus dem Pennymarkt, und da war dann halt auch, okay, du steckst die Loops zusammen. Geil, so eine trashige CD-Type einfach so. Ja, und die Sounds und alles komplett räudig und so, eigentlich nur Elektro-Sounds und so. War irgendwie halt zusammengestöckt und so, naja, okay, cool. Und dann eben, ja, wir angefangen zu rappen. Und dann, hey, ich habe gekauft, natürlich, Hip-Hop EJ 4 oder 534. Alter, Junge, krass. Und, ey, und damit hat's angefangen, war auch Loops zusammenstecken und so. Ja, da haben wir halt die Loops zusammengesteckt, halt ich eigentlich nur die Beats gebaut immer. Bis wir dann rausgefunden haben, Alter, da ist ein Sampler drin. Du kannst einzelne Geräusche, zwar immer nur einen Ton, aber du hast einen richtigen Sampler da drin. Du kannst selber deine Drumloops machen und quasi immer One-Shots
würde man heute sagen, ein Ton, eine Tonhöhe, und die dann halt so einspielen, dass du wirklich selber sogar was machen konntest. Das war vercheckt und da bin ich dann da hängen geblieben, muss ich sagen. Dann bin ich da lange auch mit Hip-Hop EJ4, den Sampler nur bedient. Wie alt warst du da so ungefähr? 15. Krass, okay. 15, 16. Genau. Und das war da halt so mit diesem Trash-Programm hat's angefangen. Und irgendwann auch eine Demo von Fruity Loops 4. Alter, Junge. Oder so. Ich damals nichts gerafft, gell. Ich habe einfach nur einzelne Loops gemacht, die rausexportiert. Ich habe gedacht, mir geht nicht, du kannst diese 5 Sekunden Loops machen, rausexportiert, dann da zusammengesteckt wieder im anderen Programm. Und das war's dann halt. Und ey, damals, Leute, ihr wisst nicht, wie gut ihr es heute habt. Es gab keine Tutorials, man hat kein Handbuch gehabt. Ja, probier mal aus mit den hier, der 3 OSC-Synthi und der Sim-Synth-Synthi. Das war's bei Fruity Loops. Damit habe ich aber auch meine ersten Sachen noch gemacht. 3X OSC auf jeden Fall. Ich schwöre, eigentlich sehr gut. Der Synthesizer ist so simpel, du lernst so die Grundlagen. Ah, was ist ein Sinus-Wave? Pipapo, wie kannst du Sounddesign so ganz rudimentär halt irgendwie was machen? Ey, im Endeffekt bin ich froh drum, dass ich so durch Rumprobieren allein angefangen habe, jetzt so im Nachhinein. Weil, ja, ich habe mich auch wirklich sehr lange gesträubt, Tutorials oder irgendwas mich mit Musiktheorie zu beschäftigen. Ich habe gedacht, das macht meinen Style kaputt. Damals war mein Style, wenn du ein paar ältere Sachen gehört hast, richtiger Krach. Also die Sachen, die du gehört hast, sind noch gar nicht unter meinem alten aka. Das war wirklich, also Elektro, krachmäßiger Scheiß. Nee, Jan TNT sind die ältesten Sachen, die ich gehört habe. Irgendein Upload von 2011 auf jeden Fall. Ja, schon. Und da waren wir eben, war ich ja schon eine Weile am Start. So, oder was heißt eine Weile am Start? Müsste ich jetzt zurückrechnen, Alter, what's my age again? Ich weiß halt selber nicht mehr, wie alt ich bin. So. deswegen, ja, 2011. Das war auf jeden Fall mit Reason. Also ich bin dann von Fruity Loops irgendwie dann zu Reason gekommen und dann, okay, das war dann ein richtiges Programm so. Du hast den Sequencer gehabt, du hast dein Rack gehabt. So wie ich mir ein richtiges Studio immer vorgestellt habe. Und du hast alles in einem Programm. Dann, wow, okay, da waren alle damit mit Reason gemacht, die du da gehört hast bestimmt. Ewigkeiten auf Reason gewesen. Irgendwann zu Fruity Loops wieder umgeswitcht. Ach so, 2014, so wo es dann auch angefangen hat mit Trap so. 13, 14, 14 wahrscheinlich. Und dann da halt, jetzt seid ihr FL-Gang. Ja, krass. Ja, Fruity Loops war ja auch am Anfang so voll verschrien. Also das war eine Zeit, die ich nicht mitbekommen habe. Aber so im Nachhinein hört man das öfter mal so, ja, Kinderprogramm und so und kannst du eh nur Trash mitmachen. Recht, also ganz früher halt so für so Elektro-Sachen oder keine Ahnung, ich kenne mich mit den Genres nicht aus. So Minimal oder so konntest du da bestimmt cool damit machen, aber... Ey, für unsere Zwecke war es eigentlich wirklich beschissen, das so zu machen. Und ja, Oberfläche, alles. Oh, ey, man kann echt froh sein, wie gut die Programme heute alle sind. Ja, safe. Aber auch krass für FL Studio oder ImageLine, wie die sich gemacht haben. Von diesem verrufenen, voll das Müllprogramm und jetzt, also im Hip-Hop würde ich sagen, ist Industry Standard so FL Studio. Safe hat auch Logic überholt und alle. Glaube ich zumindest so. Also wenn man halt auch auf YouTube schaut, so jetzt heutzutage, genau Gegenteil, ich schaue mir alles an. So, ich schaue mir Cook-Up-Videos an, alles so. Bringt mir meistens jetzt inzwischen nicht mehr so viel, weil ich mir wirklich so viel schon reingezogen habe. Aber nein, das rate ich eigentlich jedem so. Guckt mal, wie machen das andere Leute? Allein um anderen Blickwinkel zu bekommen, wenn du jetzt auch nicht irgendwie... kannst am Anfang auch die Chords kopieren und alles. Kannst du ja, alles am Anfang zum Üben. Eben, besonders so die Chords, so ey... Gibt eh nicht so viele, wenn man es jetzt mal genau nimmt, so es ist eh begrenzt. Dann klau die doch und man macht dann eine Topline-Melodie selber oder so. Kann ich nur empfehlen. Und was ich eigentlich sagen wollte, habe ich vergessen. Nice. Ja, gut. Ja, von dem, was du da jetzt beschrieben hast, ich finde es spannend, weil irgendwie von dem, was ich jetzt gehört habe, hätte ich gedacht, dass Rappen erst kam und du jahrelang nur gerappt hättest und dann irgendwann angefangen, Beats zu machen. Aber witzig, dass das auch so in der Jugend quasi schon kam. Ja, schon. Wie gesagt, durch Freunde einfach. Und dann irgendwie, war ich keine Ahnung, die anderen hatten irgendwie alle keinen Bock auf Beats zu machen. Ich war immer schon Beats machen, aber ich habe eigentlich immer nur Beats so für mich gemacht, um selber drauf zu rappen. Also ich hatte nie den Anspruch, die irgendjemandem zu geben. Alle auch immer gesagt, Alter, deine Beats sind gut, aber die sind irgendwie schwierig. Ja, hab die auch voll geklatscht ohne Ende so im Nachhinein. Einfach, da ist noch ein bisschen Platz, da noch ein Sound, da noch ein Sound.
ein bisschen dämlich. Aber auch vom Tempo her. Ich habe halt damals schon auf 120 BPM und so, wo alle wirklich noch auf 4/4-Takt Boom-Bap und so waren. Weil ich halt auch so ein bisschen auf den Berlin-Atzen-Style und auch schon ein bisschen so Dirty South-Shit. Das war auch noch Lil Jon-Zeit und so, ne? Also krass, ey, ich war da schon auf dem Film so ein bisschen. Deswegen Shoutout an meinen Bro for Life, Mike O. Er hat auch gesagt, eigentlich wurde Trap nur erfunden, um deinem Style ein bisschen entgegenzukommen. Eigentlich hat sich der Markt mir angepasst, so, weil ja, früher war das halt alle, das machst du so komische, langsame Beats und damals auch schon eine 808 benutzt. An das Shoutout, an das Vintage Pack bei FL, die Bass Drum 2. Gute 808, die immer benutzt, aber oder auch so Sinus Waves einfach unter die Kicks ganz kurz gemacht, einfach, dass sie satter sind. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber im Nachhinein, wenn ich mal drüber nachdenke, war das eigentlich alles irgendwie richtig. Ja, voll interessant, so auch dieses, dass man dann so mit den Stock Sounds irgendwie klarkommen muss, ne? Also heutzutage, ja, du gehst ja los auf Reddit und du hast Drumkits einfach und die kannst du so nehmen, wie sie sind. Ja, ey, ich habe auch sehr viel aus Videogames, war früher viele Wave-Dateien. Ey, Alter, ich habe aus diesem Zeus-Strategiespiel, so ein Aufbauspiel, so Blitz-Sounds und alles und die noch irgendwie verwurstet und nachlade AK-Sounds von Counter-Strike 1.6 und so, the real Boomer-Shit. Auf jeden Fall, das war halt gut bei Fruity Loops, du konntest immer schon einfach Waves reinwerfen, das hat mir... hat damals vielleicht ein bisschen auf den Arsch gerettet. Ja. Ja, das war wirklich sehr limitiert. Ja. Voll. Das wäre jetzt eh noch so eine Frage gewesen. Du hast es gerade schon ein bisschen über so Gaming geredet. War so dieses Computer-Nerd-Ding bei dir auch so vorm Producen schon da? Computer-Nerd, Alter, das ist wirklich übertrieben. Ich kenne mich eigentlich echt nicht wirklich gut aus. Ich war halt immer Gamer des Grauens. So, ja, das ist wirklich schon seit ich... Ich weiß, keiner sehen, seit ich 4 bin oder so, mit Gameboy und Super Nintendo angefangen. Und da habe ich halt da schon immer Magazine gegrindet mit 5, wo ich nicht mehr lesen konnte und so weiter. Also war ich immer voll im Gaming-Shit drin. Ja, ich glaube, das verbindet Producer so ein bisschen, so dieses zumindest bisschen technikaffin sein und so Bock haben, halt auch einen ganzen Tag auf dem Bildschirm zu starren. Da musst du ja auch irgendwie erstmal einen Schuss für weg haben, so, damit du da Bock drauf hast. Ja, es ist teilweise dann wirklich schon krank, so wie viel Zeit man mittlerweile reinputtert. Früher, ja, wie gesagt, nur für mich, dann habe ich ein Beat gebaut, okay, den berappe ich übermorgen, aber ey, 5 Stunden am Stück und so, am liebsten jeden Tag, eigentlich ein bisschen gestört. So, ich habe auch irgendwie immer den Drang, eben, ich habe das BBB meinen Namen gelassen, vielleicht komme ich später drauf, woher es kommt und so, einfach weil ich auf jeden Fall jeden verfickten Tag 3 geile Beats bauen will. Na, ah, okay, krass. Aber, ja... Sagen wir so, wir haben jetzt den 17., 18., 18. Ich habe mein Monatspensum von 100 Beats eigentlich schon fast erfüllt. So, es wird diesen Monat wieder echt durchgedreht. Aber ich habe keine Ahnung, es macht immer Bock. Ich kann auch dann Beatblocks nicht verstehen und so. Aber ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, echt komplett einen an der Waffel, was das betrifft. So, da leidet mein Sozialleben teilweise auch ein bisschen drunter, dass ich mir nachts dann noch 3 Stunden, ich mache jetzt noch 5 Beats. Aber ja, muss man echt einen an der Waffel haben, sich das an den Monitor anzustarren. Und danach, jetzt habe ich 4 Stunden Beats gebaut, jetzt schaue ich aber noch einen Film an. Ja, Alter. Mann, safe. Ich habe auch jetzt in Corona-Zeiten so, ich habe locker 10 Stunden Bildschirmzeit. Ich kann mir vorstellen, dass es an manchen Tagen eher Richtung 14, 15 geht. Weil selbst wenn du irgendwie dann was anderes, oder ich zumindest, wenn ich dann was anderes mache, irgendwie, keine Ahnung, ich mache mir was zu essen oder so, dann habe ich dabei halt ein YouTube-Video auf dem Handy laufen und so. Und dann abends so zum Entspannen, wenn ich fertig bin, zocke ich dann so. Weißt du, es ist irgendwie... Ja, schon, ja. Ja, aber ab und zu mal rausgehen. Zum Glück habe ich noch einen kleinen Hund, so. Das ist alles. Dann hat man ein bisschen Abwechslung, weil sonst wäre ich, glaube ich, auch nur komplett am Start. Ja. Ja, ist schon ungesund auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon was angesprochen, was ich eigentlich später erst ansprechen wollte, aber passt eigentlich ganz gut. Wir beide sind uns ähnlich in diesem, dass wir so ultimativ viele Beats bauen. So. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, diesen Monat schon fast 100 so. Und ich weiß ja auch, wie du grindest. So. Du hast jeden Monat eigentlich über 100 Beats am Start. So. Und das ist so das Ziel, sagen wir mal. Was glaubst du, wo kommt das her? Oder gab es irgendwann einen Punkt, wo du gecheckt hast, ich muss einfach mehr machen? So? Ich glaube, das war entweder, kennst du dieses Against the Clock, wo die Producer zeigen, was sie, wie viel sind es, 15 Minuten oder so?
10 oder 15, ich weiß 10. nicht mehr. Und da die zwei, die es ausgelöst haben, war erst das von Beethoven, wie er wirklich einfach in fünf, ich glaube, er hätte sogar zwei bauen können in der Zeit, einfach so schnell gegangen, naja, jetzt würde ich eigentlich weitermachen und weiter, und das von Southside, so diese beiden Dinger. Alter, du kannst eigentlich so schnell und so krass sein, du musst nur den Workflow, du musst halt wirklich, ey, das ist bei mir jetzt auch einfach die wirklich jahrelange Übung. Wenn ich mir denke, wie ich rumgekrebelt habe, so 1, 2, 3 Stunden für einen Beat und so. Da muss man einfach, ich weiß auch nicht, wo der Bock dann kam. So, das Problem ist mittlerweile, ich kann gar nicht anders. Ich fühle mich richtig scheiße, wenn ich es nicht mache. Das ist wirklich, das ist eigentlich schon wie eine Sucht. So, klar, es könnte mich schlimmer treffen, besonders mich. aber ich weiß auch echt nicht, woher das kommt. Wenn man auch vergleicht, so, ich schicke ja gar nicht so viel raus. So, mit unserem Kanal ist jetzt wirklich super geil, dass wir das machen. So, da habe ich jetzt wenigstens mal einen Verwendungszweck dafür. Weil ich dachte auch früher immer, wo ich selber gerappt habe, habe ich mir die besten halt für mich aufgespart. Und das ist eigentlich so dumm. Mhm. Ich habe die besten Beats nie benutzt. Ja, und jetzt haue ich halt einfach raus, was geht, mach so viel wie geht. Ich glaube halt auch irgendwie, ja, umso mehr du machst, umso mehr Chancen hast du. Umso mehr Chancen hast du, dass irgendein Beat irgendjemand will, dass es auf YouTube upload oder so. Und wenn du nichts machst, bringst natürlich auch nichts so. Wenn du den Status hast wie ein OZ oder so, der sagt, oh, letztes Jahr habe ich 15 Beats gebaut. Ich denke mir, du Wichser, so viel könnte ich, wenn ich wollen würde, an 2 Tagen machen. Ja, habe ich schon mal an einem Tag gemacht, auf jeden Fall mit Loops. Oh, ich mache halt immer 99% from scratch, dann schafft man es fast nicht, glaube ich. Mit Crystal Meth vielleicht. Wenn du einen ganzen Tag Zeit hast, so keine Ahnung, wenn du 12 Stunden Zeit nimmst oder so, dann geht das schon eigentlich. Wenn ich es mir, ja, eigentlich aber schon. Aber muss er halt wollen, so. Ich glaube, da kriegst du auch wirklich irgendwann Kopfschmerzen, so. Ja, so, auf jeden Fall. Aber ich glaube einfach, mehr machen, es ist eigentlich nie ein Fehler. Auch wenn es nur um die Übung geht, wenn es um die Routines einschleifen geht, wenn es um den Workflow optimieren geht. Ey, es ist das Einzige in meinem Leben, wo ich sage, dranbleiben hat sich gelohnt. Auch wenn sich jetzt finanziell oder irgendwie für mich null rentiert, also ständig Minus gemacht mit Mucke. Aber hey, was die Qualität angeht, finde ich, also ich lasse mir da eigentlich auch nicht reinreden und so. Ich finde das mittlerweile so extrem geil, wie ich selber nie gedacht hatte vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren habe ich gedacht, das ist schon ziemlich, ich glaube, das ist Endlevel. Mehr geht bei mir, glaube ich, nicht mehr, weil ich ja auch nicht Keyboard spielen kann oder irgendwie was auch mixen, weil ich immer der Krepel des Grauens und so. Ja, aber mittlerweile bin ich da wirklich sehr zufrieden. Jetzt macht es halt auch einfach mehr Bock dadurch, dass die Ergebnisse geil sind. Mhm. Ich glaube, das spielt da einfach mit rein, dass ich da diesen Wahn entwickelt habe, so viel Beats zu machen. Ja, hört sich auf jeden Fall krass an, als wärst du so born for this shit, Alter. Alles, was du erzählst, hört sich so an, als wärst du dafür gemacht, Beats zu bauen, auf jeden Fall. Halt auch so ein verrückter Professor-Shit, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und auch so einzelne Sachen zusammenmischen und so ist irgendwie, ja, ist eigentlich schon genau mein Ding, ja. Ja, man kann halt an der Stelle immer mit diesem Qualität über Quantität Argument kommen. Also das höre ich öfter, wenn ich Leuten erzähle, ey, ich mache manchmal 10 Beats am Tag, so. Kann ich auch verstehen, kommt aber, glaube ich, halt voll auf die Person an, so. Kann ich auch verstehen, aber die Sache ist die, ich könnte da jetzt auch noch dran rumfummeln alles, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass meine Beats früher so zugeklatscht waren. Ey, du musst dich auch voll zurücknehmen. Und eben, ich hab die ganze Zeit gerappt und war trotzdem so dumm und habe die Beats voll geklatscht. Da muss immer noch ein Rapper drauf mit nicht nur einer Spur Rap, da kommt dann Doppels, da kommen Adlibs. Du musst einfach Platz lassen. Und die Sache mit dem Mixing, das ist einfach durch die Routine. Wirklich. Ich wüsste nicht, was soll ich da noch machen, Alter? Ich weiß genau, ich habe mein Template, also sind ja alle Nerds, so halt die Templates so voreingestellt, so ist die Kick ist Mono, dann habe ich die Clap so ein bisschen weiter, die Snare so ein bisschen enger, dann die Hi-Hat auch ein bisschen enger und so. Ich habe das alles schon ein bisschen voreingestellt und das spart unendlich viel Zeit. Das kann ich eigentlich auch jedem nur empfehlen. Ich habe einmal komplette Drums immer drin. Eine 808, eine Spins 808, einfach weil sie einfach ultimativ versatile ist. So. Manchmal lasse ich sie auch drin, oftmals, ich tausche sie fast immer aus, aber ich lasse sie schon noch ab und zu mal drin, weil sie einfach besser passt. Und dann kannst du einfach viel schneller loslegen. So. Das ist schon krass, das ist Next Level Template. Also ich habe auch ein Template so mit den Mixer-Channels und so, aber Drum-Sounds schon drin haben, ja, aber letzten Endes, man kommt eh oft auf die gleichen Sounds raus. Oder ich zumindest so.
genau, und es ändert sich einfach auch. Ich habe dann, vielleicht ist es nächsten Monat ein bisschen anders, vielleicht ist da die Janix Bounce Hi-Hat nicht mehr drin, aber dafür wieder, dafür die Rim oder sowas, die dann, wo ich gemerkt habe, ah, die hat sich jetzt so die letzten paar Beats wirklich etabliert, dann bleibt das erstmal drin. Und so Sachen, Alter, ich nehme immer die gleiche Kick. Ich auch. Immer ist jetzt übertrieben. Jeden Tag, aber der... Aber ich finde, das macht deinen eigenen Sound auch so ein bisschen aus, so wenn du dann, weißt du, wie ich meine, es sind so viele Elemente in einem Beat und wenn ein Sound oder zwei immer die gleichen sind, das fällt keinem Schwein auf. Mhm. Wirklich nicht. Ich habe Producer, eben mein Brother for Life, Mike O, immer gezeigt, na, es fällt gar nicht auf, weil das ist jedes Mal die gleiche Kick und ja, ich benutze jedes Mal die gleichen Subbass, wenn juckt's. Eben, schon. Ja, es ist, da finde ich, ist so ein schmaler Grad zwischen irgendwie den eigenen Sound haben und alle Beats klingen gleich. Was vielleicht auch einfach nur verschiedene Wörter für das gleiche Phänomen sind, so. Ja, vielleicht schon, aber ja, das ist halt wirklich wieder individuell. Ich mache halt auch verschiedene Methoden, wie ich jetzt rangehe. Manchmal fange ich an mit den Drums, manchmal fange ich mit der Melodie an, manchmal mache ich nur die Hi-Hat, dass ich so einen Groove habe, dann kommen die Chords, dann mache ich vielleicht wieder weiter mit einem anderen Drum-Element. Manchmal, ja, ab und zu auch Loops und so. Ich finde, wenn du es jedes Mal ein bisschen anders angehst, ja, das sind so ein, zwei Drum-Sounds, wie gesagt, das hörst du gar nicht raus, dass die immer drin sind. Deswegen, ja, weiß nicht. Ich finde, man muss es halt immer ein bisschen abwechseln. Ich könnte jetzt auch 10-mal den gleichen 808 Mafia Synthesizer Dark 3-Töne-Banger machen. Aber Alter, ja, ich wechsle dann schon ab, dann mache ich vielleicht 2 Beats so in dem Style, aber danach kommt einfach mal wieder ein richtig langsamer, ein richtig schneller. Und es ist trotzdem alles, ich finde, man hört, glaube ich, trotzdem ein bisschen den Sound raus, aber... Ja, also deine Beats erkennt man auf jeden Fall. Immer viele Töne, die ganz nah beieinander sind für den Dark Flavor. Ich meine, für mich ist es irgendwie so der Kick zu 808-Mix und dann... Ich meine, du hast ganz oft hast du dieses, also ich kenne halt jetzt einfach super viele Beats von dir auch, aber ganz oft hast du dieses, dass so in der Hook erst nur die 808 ist und dann für die zweite Hook so kommt die Kick rein und ganz oft dann vorne direkt mit so 3, dass die direkt mit so einmal reinkommt. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie für mich so dein Sound. Ja, das schon. Also mit dem Arrangement mäßig, dass erst die 808 kommt und dann noch die Kick dazu oder manchmal auch umgedreht, dass am Anfang erst die Kick kommt und dann die 808 beim zweiten Teil von der Hook dazu. Das mache ich wirklich eigentlich fast immer. Aber das sind so Kleinigkeiten, auch im Arrangement, die man immer wieder machen kann. Das ist eigentlich immer wieder cool, wenn ich ehrlich bin. Ja, das funktioniert ja auch. Ich kenne auch 100 Tracks, die genau nach dem Schema funktionieren. So, also. Und dann einfach ausprobieren. Du machst einmal, hat die Hook alles und dann einmal die Variante. Und dann, okay, die Variante klingt cooler, zack, nächstes. Und ich glaube, die Leute, die dann auch so Ewigkeiten machen, die denken auch zu viel nach, Mann. Ich denke, baue teilweise Beats. Ich weiß hinterher, hey, jetzt muss ich erstmal das anhören, Alter. Was habe ich gerade überhaupt gemacht? So wirklich komplett weg. Und dann, ja, nice. Vielleicht doch mal Mix drüber gehen oder so morgen. Aber ja, Alter. Wie gesagt, das ist vielleicht auch wieder die Routine, dass man einfach Autopilot machen kann. Wirklich, der Zustand ist egal. Da teilweise auch absurdesten Zuständen Beats gebaut. Dann am nächsten Tag angehört und ich so, hä, Alter, okay. Da trotzdem irgendwie geklappt, auch wenn ich ein Auge zuhalten musste dabei und so. Hast du schon mal probiert? Noch nie vorgekommen mit dem einen Auge zuhalten. Ja, okay. Hast du schon mal probiert, so einen Beat zu bauen, ohne den zu hören? Auch ein bisschen, ja. Den ganzen Beat. Also stückweise immer habe ich auch schon probiert, so Experiment ist auch immer mal wieder geil, auf jeden Fall, das ist ganz cool. Drums geht ziemlich klar so, du weißt mittlerweile irgendwann die Stellen, wo klingt was, aber ja, Melodie ist dann schon ein bisschen kurios. So. Ja, also auch schon mal gemacht. Soundspicken geht halt nicht, ne? Ich habe das auch mal, ich habe mal mit Timmy, glaube ich sogar auch, haben wir so eine Challenge gemacht, beide so Sound aus, Laptop auf, so Beat bauen, irgendwie auch auf 10 Minuten getimed oder so. Und dann wer den geileren Beat hat hinterher. So. Ach, geil, ja, haben wir auch schon ausprobiert. Eigentlich auch coole Videoidee, könnte ich an der Stelle eigentlich auch nochmal machen. Ja, Mann, ja, mach. Bin gespannt. Ich wollte aber jetzt mit dir auf jeden Fall noch so ein bisschen über deinen Werdegang reden. Also, was ist wann entstanden? Was geht bei Rieseneinlauf? Was geht bei BBB? Wie ist das alles passiert? Okay, ja, nachdem ich da mit meinen 14, 15, 16-jährigen Kollegen immer Mucke gemacht habe, aber die waren alle, jetzt no front, aber die waren alle schon nicht so gut wie ich, bin ich eben mit meinem Bro Mike O zusammengekommen. Küsschen nochmal.
Und dann haben wir 2008 Rieseneinlauf Entertainment gegründet. Also South Park-Kenner wissen Bescheid. Du hast immer nur den Wahl zwischen Rieseneinlauf und einer Kotstulle. Immer. Und der Name kam dann so zustande, dass wir da saßen, ein paar Sachen waren zu Hause, wo ich sage, es heißt Rieseneinlauf Entertainment oder ich mache nicht mit. Und der Name entstand. Das war 2008, das weiß ich noch ziemlich genau. Ja. Und dann haben wir eben immer Mucke gemacht, so, also ich, Mike O, der Beste nennt sich zuerst, dann noch meine anderen beiden Broodies, wie nenne ich ihn jetzt, ich sag mal South Pole, halt er ist Pole und säuft, verstehst du, und H5N1, der hat damals schon sein Trademark Adlib immer gemacht, so ein Geknurre, genau, und wir haben zu viert angefangen, dann kam noch Matthew dazu, kamen noch ein, zwei Leute dazu und ein Hurensohn ist noch gegangen. genau. Und dann, pass auf, BBB war dann 2014, 15, so. Ja, jetzt, warte mal, also Rieseneinlauf sind schon, das sind schon so Real-Life-Freunde von dir, oder war das ja, auch ja, schon ja, so ein ja. Internet-Ding? Okay. Nee, safe, das waren alles Bros aus der gleichen Ecke, so, wir kommen so ungefähr Ecke Freiburg, alle in so Käffern verteilt darum. Und da haben wir uns genau formiert quasi und auch teilweise aufgenommen, Alter. Wir haben Rechner, PCs mit Mikrofone in Sporttaschen über Maisfelder getragen, um aufnehmen zu können. Junge. Ja. Ja. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Wir könnten da aufnehmen, weil mein Vater ist im Urlaub, aber wir haben da keinen Computer und kein Mikrofon. Boah, kein Problem, wir laufen gerne noch 2 Kilometer mit dem ganzen Equipment rum. Fuck, ja, und dann wahrscheinlich zu der Zeit auch noch so dicke Teile, so Computer, ne? Nix irgendwie MacBook in den Rucksack. Ja, natürlich, richtige PCs, richtige Tower. Ich glaube, Monitor gab's da, aber ja klar, du kein richtiges Internet da. Mach mal mit ISDN und schick jemanden Programm, was bei dem Computer nicht läuft und so, deswegen musstest du einfach den PC vom anderen Kollegen mitnehmen. Das war wirklich irre. Genau, und das waren alles Real-Life-Kollegen und so, und dann auch, hatten wir auch viele, viele Live-Auftritte, so ein paar halt Vorgruppe ein paar Mal gewesen. Eine meiner Lieblingssachen ist, wir waren Vorgruppe von Haftbefehl. Ja, wir waren Vorgruppe von Haftbefehl und dann waren wir so kurz im Backstage, nicht im Backstage, so in so einem Flur. Und dann kam so der Veranstalter, also auch ein Bro von uns. Ah, das sind meine Bros von Rieseneinlauf. Haftbefehl guckt, was? Was? Ja, Rieseneinlauf, sagt er noch zu ihm. Rieseneinlauf. Und schüttelt so den Kopf. Fuck. Wann war das so zeitlich? Also welche Haftbefehl-Ära? Kannst du das so einordnen? Glaube ich, Chabos wissen, wer der Babo ist. Okay. Oder Blockplatin. Ah, Slug Motherfucker hat er, glaube ich, 3-4 Mal gespielt. Okay. Ich glaub, also hätte auch richtig Bock gehabt auf den Auftritt. Ich glaube, Chabos wissen, wer der Babo ist. Ist auf Blockplatin drauf, oder nicht? Dann safe Blockplatin, ja. Genau. Ich wusste nicht, ob eins davor oder eins danach. Dann auf jeden Fall Blockplatin. Ja, genau. Und dann eben halt ab und zu selber Auftritte gehabt und so. Ich bin auch immer zu Battles gegangen, wo es das da noch in Freiburg und Umgebung gab. Wurde aber gehatet des Grauens, weil wir waren schon so die Ersten, die auch da geflucht haben. Man muss sagen, Freiburg ist sehr Backpack, korrekte Menschen-Type-Shit. Und da halt damals, wenn da ein, du, ich fick deine Mutter, du Hurensohn, gesagt, oh, musst du vielleicht piepsen. Ach, alles easy. Dann warst du natürlich komplett unten durch, so, auch wenn du davor, alle waren cool, alles cool. Und dann fluchst du da einmal, warst dann immer schon ein bisschen ausgebuht und so, aber hey, das macht einen hart. Aber krass, also auch diese Vor-Act-Sachen, so, Haftbefehl hast du jetzt gerade schon gesagt, ihr wart auch mal Vor-Act von Dylan Cooper, hast du erzählt, ne? Ja, das war richtig geil, das war ein richtig nice Auftritt, das war ein richtig geiles Konzert, aber das war auch in dem hinterletzten Kaff, ich habe ihn auch gefragt, ob er sich fühlt wie bei Herr der Ringe, wie das hier aussieht, mit so Berg und Wiesen und so, weißt du nicht, es sieht wirklich aus wie Herr der Ringe in dem Kaff. Also, all good people everywhere und so, ey, das war wahrscheinlich der größte Act, von dem wir Vorgruppe waren. Ne, Haftbefehl war vielleicht noch ein bisschen größer, aber der war so krass korrekt, wirklich unfassbar. Das war auch richtig cool. Aber dann also, noch, Werte, ja. Wie habt ihr dieses Zeug organisiert? So, kanntet ihr einfach jemanden, der Booker ist? Oder? Nee,
wirklich, sonst hätte das vielleicht alles noch besser geklappt. Das hatte, das Dylan Cooper Konzert war in einem Jugendzentrum und da hatten wir ein bisschen Kontakte dazu. Ja, ey, die Bude, ey, wirklich unfassbar. Die Stimmung war so krass und so, es war so voll. Ja, war wer bucht denn auch Dylan Cooper in ein Jugendzentrum rein und warum? Hat eine Tour gemacht durch kleinere Clubs in Deutschland und dann, weiß ich auch nicht, hat er das irgendwie angenommen, die Anfrage. Verwunderlich, aber okay, wurde bezahlt, alles gut. Ja, und dann in Freiburg waren wir noch einmal selbst veranstaltet, da war dann Nate 57 der Hauptact, da haben wir auch noch eine Vorgruppe gemacht. Genau, und das Hafti-Ding kam durch den solchen Kollegen, der auch uns mal mit uns die T-Shirts mal gemacht hat, die Rieseneinlauf-Shirts. Die gar nicht die Riesen von Stork-Schrift war. Überhaupt und nicht. Niemals Copyright-Probleme geben hätte können. Genau. Der hat das dann gemacht. Da hatten wir da die Connection. Aber sonst waren wir da nie so connected, weil, ey, jetzt kein Hate und so, aber waren schon, und das sage ich schon, komische Leute da bei den Veranstaltern und so teilweise. Naja, nicht schlecht über andere Leute. Der Veranstalter habe ich auch schon weirde Erfahrungen auf jeden Fall gemacht. Das kommt, glaube ich, mit der Branche auch so. Wenn die dann beim eigenen Konzert nicht da waren und dann gefragt haben, was war los und so, und dann, come on, du warst selber nicht bei deiner Eigenveranstaltung da und sagst davor, wir können keine MP3-Beats nehmen, wir müssen auf jeden Fall Waves, und dann bist du da und die Qualität tut so in den Ohren weh von sowieso schon. Aber dass es da MP3s und Waves sind, das hörst du dann auf jeden Fall. Ja, viele wichtige Tour halt so. Das sind, ja, aber gibt's natürlich überall. Na klar. Okay, und dann, also BBB sind die blauen Burka-Buben, sehe ich das richtig? Yes, sir. Das kam 2015. Da, das hat angefangen mit Kuhherden-Joe und so, Twitter-Legende. Shoutout Kuhherden-Joe. Yes, sir. Der und Nikosia, so, es waren so 5, 6 Leute da. Ich war schon zu der Zeit auf Twitter, nur wegen Moneyboy natürlich, so 2014, 15. Und dann kam ein Kollege und ja, grind mal hier mit uns und so. Und ich so, ja, was grinden? Keine Ahnung. Ja, du schreibst einfach nur irgendwelche Scheiße die ganze Zeit. Okay. Da hat es angefangen, es hat sich gespalten. Es gab entweder, wir wären die kompletten Kontrollverlustkandidaten, aber das ist KKK. Schwierig. Und dann an, aber wir haben so viel Ehre, wir sind die Ehrenmänner, ich habe so viel Ehre, Alter, ich ziehe sogar eine Burka als Mann an, weil ich so viel Ehre habe. So ist das entstanden, dann halt ein bisschen blauen Burka-Buben. Also das ist auch wirklich kein religiöser Diss oder so, da waren Moslems dabei, da war wirklich jegliche Mann, Frau, alle jeglichen Alter, 12-Jährige, 30-Jährige, das war irgendwann mal 100 Leute, die alle nur Bullshit gepostet haben auf Twitter. Witzig. Und den Namen habe ich dann einfach behalten, ich habe dann keinen Nerv gehabt, mir nochmal einen Namen zu überlegen. Und da auch angefangen damit Rap, so Shoutout an PandaBird.ra, macht richtig vercheckte geile Elektromusik, checkt mal auf Bandcamp.ra ab. Der hat da so den Anfang gemacht quasi und gesagt, Alter, wir rappen jetzt, ja, ich habe Autotune, los geht's. Ins Handy eingerappt, Alter. Die Aufnahmefunktion eines iPhone 4S. Und ihm dann die Spuren geschickt, okay, er hat irgendwie was draus gemacht, bis dann ein Mic gekauft habe, so ein 100-Euro-Mic. Genau, und dann eben von da an auch dann ein bisschen mehr eben Trap-Beats auch gemacht. Davor halt auch so, wie schon gesagt, Dirty South-mäßigere Sachen oder auch so Atzen-mäßige, untergrundmäßige Shit und dann eben auch ein bisschen mehr auf die Fresse Trap. Damals halt eher auch so Chief Keef, Gucci Mane, alte Mixtapes. Sie sind qualitativ heutzutage natürlich auch ziemlich hart hörbar teilweise. Und daran hat sich das orientiert. Das war dann soundtechnisch natürlich noch schlechter. Naja, hat sich dann alles entwickelt. Genau, und dann dabei geblieben. So BBB hat sich ein bisschen so zerbröckelt, aufgelöst. So wie gesagt, das war nicht mehr handelbar. Das waren über hunderte Leute. Eigentlich voll geisteskrank. Und ja, dabei geblieben, so mit den meisten ist man noch cool, aber machen jetzt die meisten nicht mehr so viel Mucke, glaube ich, muss ich sagen. Ja, genau. Wahrscheinlich auch die verschiedensten Lebenswege dabei, Menschen, die dann einfach irgendwann keine Zeit mehr haben, Twitter zu grinden und Mucke zu machen, so, oder? Ja, es gibt schon noch Leute wie hier, ja, Shoutout an Billy Boy Jackson, damals Young Moolah, der war auf jeden Fall, der kam ein bisschen später dazu, aber der ist auf jeden Fall immer noch heavy am Start, der macht auch geile Scheiße, richtig funny stuff. Aus deinem Instagram-Grind, utopisch. Genau, also es gibt auf jeden Fall Leute, die noch dabei geblieben sind. Ich vergesse jetzt bestimmt Tausende, aber... Shoutout alles, Shoutout BBB. Ja, Shoutout, ihr wisst, ich...
muss nicht reden, ne? Ja, aber ist schon witzig. Das ist so die gleiche Zeit, zu der ich auch mit Mucke angefangen habe. Und unsere ersten Tracks haben auch halt genau die gleichen Ironie-Layer und halt einfach beschissenes Autotune und darüber über Swag und Diamonds und Drogen, die ich noch nie genommen habe, rappen und so. Ja. Das war schon so am Anfang auch unser Grind. Ja, wir wurden damals aber auch ein bisschen gepusht, so von rap.de wurden wir also, ja, die ersten cool mit Swag-Rapper und so Artikel, ja, die neu aufkommende Swag-Rapper-Generation, Berg Money Gang, BBB, so eifern dem Ding danach, TODG und bla bla bla. Ja, das hat dann natürlich aber auch alles abgeäppt, so dass dann berichtet wird. Das ist so dumm. Da, man hat richtige Trash-Mucke gemacht, es wird drüber berichtet. Die Qualität wird besser auf allen Ebenen, wirklich. Keiner berichtet mehr. Weil die Leute dann einfach zu der Zeit wollten sie einfach nur diesen Trash-Hustensaft-Jüngling-Qualität. Einfach nur, ich hab so viel Geld, Alter, Lions. Ja, es war so dieser Schockfaktor irgendwie am Anfang, ne? Es war so dieses, auch, ja. Es ist was Neues und es ist bewusst scheiße. Also irgendwie, ich weiß auch noch genau, wo ich Hustensaft Jüngling und Medikamenten Manfred Ecstasy Codein entdeckt habe. So. Das war so der erste Song, den ich irgendwie mitbekommen habe, neben Moneyboy so. Und der war scheiße. Man hat ihn angehört und gesagt, ja, was für ein Scheiß-Track. Und 10 Minuten später hast du ihn nochmal angehört. So, irgendwie, ich weiß auch nicht, was da so der catchy Faktor war. Keine Ahnung. Kann ich genau so unterschreiben, so genau. Dann ja auch Rari und so ein Scheiß, ja, genau, von Hustensaft, ja. Jürgen, du hörst einfach und denkst, Alter, das tut so weh im Ohr. Aber dann haben die Rari, ja komm, ich klick's nochmal an. Wichser. Safe. Aber das ist voll interessant, finde ich, wie viele aus der heutigen Rap-Bubble so aus diesem Moneyboy, Swagmob, BMG, was auch immer Umfeld kommen. Also klar ist das irgendwie so ein bisschen abgeäppt, klar, Moneyboy ist noch da, aber so diese Art von Rap macht ja jetzt in der Weise so extrem keiner mehr. Aber gefühlt hat die halbe deutsche Rap-Szene diesen Background und kommt daher, das finde ich voll spannend irgendwie. Ja, oder? Es ist echt heftig, ja, bei Leuten, wo man es auch gar nicht mehr raushört und so. Ja, voll. Ja, safe sehe ich auch so. Ich glaube, das war eine wichtige Stelle für Deutschrap, weil man da so ein bisschen, da ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, die Ernsthaftigkeit verloren gegangen, aber die Leute, du musstest nicht mehr dieser Typ sein, um Rap-Mucke zu machen, sondern du konntest halt an Rap-Mucke dann auch einfach Spaß haben und upturnen, so. Ich glaube, das war ein wichtiger Faktor. Ey, der Spaßfaktor, 100 pro genau, der Spaßfaktor war es auch, was das Anhören betrifft und so. Ich fand damals Moneyboy war schon okay, so, die Tapes und so, aber war es nicht so geil, aber ich habe immer gedacht, wieso alle meine Kollegen, wieso ist so ein Scheiß und so, und ich, Alter, ich weiß nicht, irgendwie macht's mir voll Spaß, es ist dumm und so, ich weiß, aber es macht mir voll Spaß und das zu machen hat dann auch Spaß gemacht, so die wirklich retarded Shit. Ja, wie gesagt, davor gab's Gangster oder Backpacker und ich habe halt immer Battle Rap gemacht und so, und es ist ja eigentlich immer noch Battle Rap, so du versuchst dich ein bisschen zu übertrumpfen, wer hat die schwachsinnigere Line und so. Ja, voll. Ja. Das war bei mir eigentlich immer, Battle Rap, das ist eigentlich auch nie weggegangen, so, aber halt, ja, du kannst ja, Battle Rap ist ja eigentlich nur wie ein Werkzeug, was du auf alle möglichen Arten machen kannst. Also das kann gesellschaftskritisch sein, es kann einfach nur funny sein. Ja. Hast du eine Meinung zu so Retro-Gott und so, die so diese Battle Rap-Schiene jetzt so ein bisschen in das Intellektuellere eher gedrückt haben? Ist das was dich interessiert? Ist live unfassbar gewesen, hab auch schon live gesehen, ist wirklich unfassbar, kann ich nur voll empfehlen, da er und Syllabus Bill, wie das abgegangen ist, fick ich auf jeden Fall damit, so, ey, mein Favorite Rapper war immer Justus von MOR, das ist, war so ein bisschen vielleicht der Intellektuelle von MOR, so, alte Rap-Crew von Savage, Pipapo. Mhm. Das ist wirklich old shit, 1999 shit, so, deswegen war ich damit immer cool mit sowas. So privat, ich höre dann schon vielleicht eher lieber dann doch ein GPC wie ein Retro-Gott an. Ja, aber, kann ich verstehen. Ja. Aber auch mal so die Lines und so, ist schon Optik teilweise, was da passiert in textlich. Voll, auf jeden Fall. Ja, Battle Rap, also du hast gerade schon drüber geredet und es gibt auch Videos von dir, wie du auf Bühnen stehst und A Cappella Battles machst. So. Viele, ja. Es war eher so Street-Shit immer, die A Cappellas. Ja, wir haben auch echt auf der Straße gebattelt, Alter. Fand ich auch so geil, was der Hannut erzählt hat. Ja, früher hat sich Hip-Hop halt auf Parkplätzen abgespielt. Irgendwie finde ich so ein geiles Statement.
Ja, vor den Hip-Hop-Clubs auch und so. Damals gab es halt wirklich noch Szene und so. Wenn dann einer gerappt hat, dann, Alter, das kann mich nicht geben. Dann geht man halt hin und disst in den Grund und Boden und so. Ja, ja, ist das geil. So, früher auch immer drüber gelacht, über ja, ja, Hip-Hop, keep it real, Jams und so. Aber ey, Jams schon irgendwie geil. Auch ja, wenn man immer alle total bescheuert da fand und man war immer selber der Coolste natürlich. Natürlich. Aber so irgendwie im Nachhinein finde ich schon ein bisschen schade für die jetzige Generation, dass es nicht mehr gibt. Wobei jetzt auch die Leute ja eher cooler miteinander sind, zumindest auf oberflächlicher Ebene so, dass da gar kein so direkter Hate irgendwie stattfindet, gefühlt mehr. Deswegen schade, dass es jetzt nicht mehr so gibt. Vielleicht kommt ja, wenn die ganze Kacke hier zu Ende ist, das wieder zurück mal so ein bisschen. Wäre cool. Ja, das ist halt die Frage, also wie siehst du Battle Rap heutzutage? Also, keine Ahnung, konntest du das JBB noch feiern? Ich war bei Videoturnieren nicht so am Start, ehrlich gesagt, noch nie. Ich war dann relativ schnell dann auf Rap am Mittwoch hängen geblieben, das ist halt geil. War damals geil, ist jetzt der Top-Tier-Takeover, ist auch noch stabil. Und Dill Tilly, Don't Let the Label Label You, Shoutout an beide Plattformen, ziehe ich mir immer rein. Das ist halt fast nur noch A Cappella-Rap, aber hätte ich auch mal Bock, aber ich habe keine Lust, mich da eine Viertelstunde von irgendeinem Bastard aus nächster Nähe anschreien zu lassen und mir so viel Scheiße zu merken. So, ich glaube, ich wäre darin okay, glaube ich, aber boah. Voll anstrengend. Aber ich verfolge das auf jeden Fall. Gibt richtig geile Sachen, gibt richtig coole Characters im Battle Rap. So ein Chris Kotzen zum Beispiel. Lache ich mich jedes Mal tot. Musste mal geben, die A Cappella Battles von dem. Ja, es gibt wirklich viele sehr gute A Cappella Battle Rapper. Muss ja auch sehen, so Kapital und so kommt ja auch von Rap am Mittwoch. Gerade Andi kommt von Rap am Mittwoch. Takt 32 kommt von Rap am Mittwoch. Es ist wirklich viele so. Wie gesagt, das Battle Rap ist halt einfach so ein Handwerk. Wenn du das drauf hast, kannst du eigentlich alles machen, finde ich. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das auch super krasse Übung ist. Also du hast jetzt gerade schon Takt 32 gesagt. Einfach durch stundenlanges Freestylen und so immer dieses On-the-Spot-Texte über neue Dinge schreiben, dass du dadurch halt auch einfach krasser Songwriter wirst mit der Zeit. Irgendwann kann ich mir vorstellen. Das ist das Gleiche wie bei den Beats, Alter. Umso mehr du machst, umso besser wirst du. Das ist so simpel und so dumm, was dir jeder alte Typ erzählt. Aber es ist halt wirklich so. Nicht in allem, wenn du halt wirklich nicht gut in der Sache bist, dann lass es. Ja, safe. Ich glaube, ich kann noch so viel Basketball spielen, Alter, wird nichts mehr in diesem Leben. Ja, schon, so, du entwickelst, wenn du halt zwei linke Hände hast, so, du entwickelst dann vielleicht das Auge, wo musst du stehen, an welcher Position, aber Alter, wenn du nicht laufen kannst, nicht werfen kannst, ja, wird schwierig damit Basketball schon. Da muss man sich halt auch ein bisschen realistisch selbst einschätzen. Aber, ja, weiß nicht, so reflektieren, das ist bei vielen Leuten, sollten sie ein bisschen üben, sagen wir mal so. Aber dranbleiben ist, wenn es Spaß macht, nie ein Fehler. Auch wenn du Scheiße dabei rauskommst, wenn es Spaß macht, ist es nie ein Fehler, was zu machen. Außer ihr schädigt euch damit extrem selbst. Wenn ihr mit was extrem schädlichem Spaß habt, dann schlecht. Ja, ich wollte gerade sagen, Heroin. So ja, Foltermethoden vielleicht auch lieber nicht. Ja, kann vielleicht mal cool sein, beides, aber passt auf so. Ihr müsst immer euch bewusst sein, was ihr tut. Ich sage immer, ihr könnt alles machen, aber seid ihr bewusst, was du tust und was kostet das im Endeffekt. Ja. Warte, ey, ja, ich bin eigentlich habe ich so ziemlich alles durch, was auf meiner Liste steht. Ja, aber okay, zwei Sachen habe ich noch. Ein Tape von dir wurde Premiere geschaltet auf dem legendären Hip-Hop-Kanal Rapist. Wer kennt ihn nicht? Ja. Wie ist das passiert? Rauschgift-Theorie. Setzt das natürlich heutzutage auch qualitativ richtig übel. Damals Beats von Deadpiff. Gibt's Deadpiff noch? Damals, wo jeder Mixtapes da runtergeladen hat. Ich habe heute dein Mixtape von Deadpiff runtergeladen, tatsächlich. Aber auch das erste Mal seit Jahren, dass ich auf der Seite war. Aber geht nur noch per App, oder? Ich habe mal eingegeben im Browser und da oder war vielleicht so eine Übergangszeit, wo es dann nicht mehr umgebaut wurde. Auf irgendwelche Links in deinen YouTube-Beschreibungen geklickt, war gar kein Thema. Ah, okay, weil ich wollte eigentlich mal wieder auf Oldschool Dead Piff grinden, aber es ist auch schon Monate, Jahre. Umso älter man wird, umso weniger rafft man überhaupt noch irgendwas von Zeit.
ging irgendwie dann nicht. Genau, ich habe die einfach angeschrieben, weil ich gedacht habe, Alter, da ist schon ziemlich viel Rotz auf dem Kanal. Da gab es dann so Premieren und so, da waren auch coole Sachen, so da Fruchtmax und so waren da auch so, Shoutout an Fruchti. Stimmt, die Early-Sachen, ne? Wie kann man sich nur so halt gönnen, Remix und so. Ja, genau, eben. Und da in dem Zuge wollte dann jeder so eine Rapist-Premiere haben. Und dann, oder halt sein Zeug droppen, und die haben dann auch relativ viel genommen. Da habe ich gedacht, Alter, das ist schon teilweise qualitativ nicht so gut. Ich muss da ein paar coole Lines zumindest bringen. Qualitativ, es war von mir auch, wie gesagt, 100-Euro-Mic, alles selbst gemacht, selber recorded, selber gemischt. So, ich bin kein Engineer. So, bestimmt bin ich, was Vocals anbelangt. So, ich kann die Vocals cleanen und die Sachen rausschneiden und so. Aber was Mischen und Mastern, null Ahnung gehabt damals. Und dann eben einfach nur angeschrieben, ob sie Bock hätten zu machen. Ja, nee, ist cool, auf jeden Fall, hauen wir raus. Das war's schon. Ja, krass, okay. Ja, die also waren mit denen war auch lose Kontakt, hat immer so auf Twitter halt, auch keine DMs, aber so in den Mansions und so immer, waren die halt, einer von denen, die auch nur Shit posten, war halt die Gruppe von denen, sag ich mal. Ja, irgendwie witzig, die waren eine Zeit lang voll relevant. Also dann hat Skinny an die Wand gefahren. Ja, also mit dem Rebranding zu HackMack TV, da ging es auf jeden Fall dann vorbei, Alter. Ja. Aber ja, legendäre Dinge auch. Dieses Interview, wo Jule Wasabi mit Moneyboy im Hotelbett liegt, ist doch von dem Channel, oder nicht? Damals Jule von Rapist noch cool. Heutzutage finde ich, kann ich nicht mehr so viel damit anfangen, sagen wir mal so. Aber ja, dieses Interview ist unfassbar. Hammer. Hammer. Wie er da noch dippt und sich Molly oder Coke reinballert währenddessen. Ich habe erst gedacht, das muss fake sein. Nee, ich glaube, das war die Zeit, wo Moneyboy auch richtig gut abgetarnt hat. Ja, ja, gut, dass es ihm jetzt besser geht, sagen wir mal so. Wie gesagt, man kann das mal machen, aber auf längere Zeit macht es niemand so richtig. Shake Life, Freunde, Shake Life. Ja, ist wirklich besser, ist wirklich besser. Esst doch mal eine Erdbeere, nicht nur eine Ecstasy-Tablette, Freunde. So, trink mehr Wasser. Schlauer Berlin. Wie ist jetzt gerade bei dir der Stand? Also du machst halt Beats wie Sau. Wir machen das Hi-Haters-Zeug. Du machst daneben auch noch Dinge. Aber ist Rappen noch ein Ding, was so auf deinem Radar ist? Oder würdest du sagen, du hast es so ein bisschen hinter dir gelassen? Nö, ich habe auf jeden Fall immer mal Bock, so zu machen. Aber ich habe ja keinen, selber wieder komplett zu mischen und so null Bock. Studio kostet Geld, ist anstrengend, Termine zu machen. Ja, es kommt bestimmt mal wieder ein Album von mir, Mike O, oder eine EP oder irgendwas. Kommt noch, aber so, ich finde halt Beats bauen auch geil, weil du kannst alles selbst machen, komplett, du bist von niemandem abhängig, du musst nicht warten, bis der da jetzt noch, da ist das Kabel ist jetzt kaputt gegangen vom Mic, wir können es nicht aufnehmen, so gestern ging es noch, so Zeug, das war auch immer schon in Home-Studios, dann gab es immer, auch wenn es nur kleine Probleme waren, es ist bestimmt auch eine halbe oder eine ganze EP von mir flöten gegangen, schon. Der eine hat's gemischt, der andere wollte es mastern, dann der hat's mir nicht geschickt. Ach doch, ich hab's ihm geschickt, ich hab's nicht mehr auf dem Rechner. So Type Shit. Und irgendwie hat das in Space, bisschen, Alter. Ja, und irgendwie hat das dann schon ein bisschen die Lust genommen, das so selbst zu machen. So, ich bin da schon connected mit hier. Shoutout nochmal an Southpolder. Der ist jetzt Franklin, hat einen Moondrop, so ein Studio in Freiburg. Richtig satte Qualität und alles, aber Alter, dem seine Zeit ist auch nur begrenzt. Der hat Anfragen ohne Ende. Und das ist mir dann einfach zu blöd. So, ich kann mir schon vorstellen, mal noch Singles zu machen, Videos oder auch in der EP, aber so 100 pro Rappen war gerade nicht so Bock. Generell ja, ich habe jetzt auch viele Features und ich glaube, fast das ganze Album produziert von, keine falschen Namen sagen, von Reno Chris. Auch ein Kollege von Reason Einlauf. Ich sage jetzt nicht, wer es davor war. Vielleicht gibt gerade der Probleme mit dem Start. genau, da habe ich, der hat aber jetzt auf Beats gerappt, Alter, die waren noch auf meinem alten Computer drauf, so stressig, so richtig alte Beats, wo ich gedacht habe, Alter, die sind eigentlich kacke. Und dann hast du gehört, im Studio gemischt, gemastert und dann nochmal neu gemastert und dann, Alter, ich freue mich so auf dieses Album, wenn es droppt. So richtig Untergrund, harter Rap, was gibt's eigentlich so in dem Style, das ist heutzutage kaum noch. Das ist so richtig, ja, halt auf jegliche Geschmack und jegliche guten Formen geschissen, so, also das wird wirklich hart. Ein Fall für den Index? Wäre es bestimmt, ja, schon. Also die Reno Chris Album, da habe ich jetzt viele Features drauf,
drei, vier Features, fast das, die ganze EP fast produziert, ein Beat von Mike O. Und hin und wieder mache ich schon mal Features und so und eben ja, ein Kollabo kommt noch, aber ja. Wenn man Beats dann so Fulltime macht, Alter, ich habe keine Zeit. Ja, ey, wem sagst du das, Mann? Ja, und du machst, du bist noch so irre und machst sowas wie jeden Tag einen Track und so. Hab ich auch gedacht, Alter, okay. Ah, das war krass. Das mache ich auch nicht nochmal auf jeden Fall. Am Ende war ich Matsch im Kopf davon auf jeden Fall. Aber generell bin ich echt stark beeindruckt. So, dann haust du dann noch so Videosingles raus. Du bist immer am Streamen und so, Alter. Das ist schon richtig, richtiger Grind auf jeden Fall. Danke, ich küsse dein Herz. Ich bin halt ein arbeitsloses Stück Müll, so, ne? Deswegen kann ich mir das gerade noch erlauben. Ja, schon, ja. Hätte ich vielleicht mehr Zeit, wäre das auch, würde ich vielleicht auch mehr Bock haben zu rappen, aber die Zeit ist wirklich begrenzt, wenn du dann auch irgendwie sowas wie einen Job hast und andere Sachen, die du tun musst, ist schwierig. Dann bin ich ein riesiger Film-Nerd, ist schwierig, das alles irgendwie. Ich zock's zum Beispiel jetzt fast gar nicht mehr, seit ich so mit Beats angefangen habe, durchzudrehen, so 2 Jahre. Aber ja, kommt. In Zukunft mal wieder was, vielleicht als Jan T., vielleicht als Dr. BBB. Ich habe auch überlegt, mich wieder ganz umzunennen, weil ganz, ganz, ganz back in the days, bei dem ersten Ding, da haben sie gesagt, ja, du heißt Jan, du heißt Turnvater Jan, weil du bist so eine Flachpfeife im Bodenturn, wir nennen dich jetzt Turnvater Jan. Und das zurückbringen als Turnvater, eigentlich cool, oder? Ja, vor allem jetzt auch im Zusammenhang mit Funkvater Frank, so kommt, da ist er eigentlich auch schon wieder. Ja, schon. Und halt der auch Turn-Up-Shit, ja, Turnvater. Ja, würde ich fühlen, auf jeden Fall. Kommt bestimmt mal auf jeden Fall ein Track oder irgendwas, was so heißt. Also Shoutout, Watchout, 4-5 Jahre. Wenn ich genug Geld habe, rappe ich wieder ganz viel. Ich brauche erstmal sehr viel Geld durch Rap, durch Beats und dann. Ja, high-hitters ja, 2 Jahre, dann brauchen wir alle eh keine Jobs mehr. Ja, ey, zieht euch mal den Kanal rein, so. Ich weiß nicht, wie sehr ihr alle da draufklickt, auch wenn Genix das sagt. Ey, zieht euch mal rein, wir droppen wirklich jeden Tag ein Beat und es ist wirklich. Jeden Tag. Jeden Tag und wirklich kein Müll, so. Wir sind 3 Leute, 100k. Schaut auch das Ding mit ihm an hier, den Podcast. Und da kommt einfach, wir gucken dann jeden, wir sprechen mir vielleicht mal irgendwann anders mal. Wir gucken halt, dass wir jeden Monat, jeder steuert Beats bei, wir hören alle die Beats an und dann wird auch noch ausgesiebt. So, es ist nicht jeder wirft die Beats rein und wir laden davon alles hoch. Vergiss es, man. Es ist wirklich schon Quality Control und da droppt jeden Tag was. Und jetzt auch hier, schreibt euch einen Newsletter ein für kostenlose Free-for-Profit-Beats. So, wir machen auf allen Ebenen. Code euch das Genix Drum Kit, unfassbar, benutze ich jeden Tag. Gönnt euch. So, Promo. So, der Promo-Mann, Alter. Ehre, das muss auf diesem Channel auch mal stattfinden. Wichtig. Ja, das ist halt auch so eine Sache, darauf hatte ich nie Bock. Ich habe wirklich immer nur Mucke gemacht. Ich habe noch nie, bevor wir High Hitters gemacht haben, YouTube Analytics oder irgendeine Statistik mir irgendwelche Zahlen angeschaut. Ich hasse halt auch Zahlen. Ich bin wirklich so ein Zahlenphobiker. Also, mich könnte man auf jeden Fall mit Geld gut bescheißen, so, weil ich halt schon mal Zahlen nicht an. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Fuck. Naja, aber das ist auch voll der schmale Grat. Also klar ist das irgendwie wichtig, auf die Zahlen zu gucken. So, ich gucke natürlich auch in meine YouTube Analytics, was kommt an, was kommt nicht an. Aber man tendiert auch voll schnell dazu, nur noch davon geleitet zu sein und dann die ganze Zeit nur noch zahlengeil zu sein und dabei zu vergessen, dass hinter jeder Zahl steckt ja immer ein Mensch, so. Das finde ich eine wichtige Stelle. Ja, zu 1000%, aber ja, wie gesagt, ich habe 10 Jahre oder so Beats gemacht, ohne irgendwie drauf zu achten, nur der Kunst wegen. Aber so im Nachhinein, außer dass ich gut darin geworden bin, hat es nicht so viel gebracht. Also ihr könnt schon mal auch ein bisschen Marketing-Sachen anschauen und so, wenn ihr was verkaufen wollt. Also hey, wer bin ich, um das zu sagen? So, ich mache alle meine Beats durch Connections, verteile ich so fast. Aber ja, guckt auch ins Marketing rein, schaut euch so viel an, wie ihr könnt. Ey, nur zu machen ist auch wichtig, aber wie gesagt, schaut euch Zeug einfach an und guckt, wie kann man es machen. Lest vielleicht mal was auch oder so darüber. Lesen, Alter. Lesen. DJ Pain One gucken. Mhm. Shoutout DJ Pain One. Richtig cooler Stuff. Gibt viele, die es so gut machen. Ja, jetzt nicht vielleicht. Aber es gibt auf jeden Fall viele, die das machen. Kann man sich reinziehen. Auch manche kürzere Videos. Alter, guckt euch doch mal 5 Minuten so ein Ding an, bevor ihr euch irgendwelche Kacke auf YouTube reinzieht. Danach wieder ihr Fail Compilation.
Kein Postwahnsinn beim Max. Naja, ich sehe immer nur die Thumbnails und denke mir, okay. Alter, das ist so geisteskrank, Mann. Es ist mittlerweile wirklich so geisteskrank. Doch, ich liebe das. Das ist so mein, so, weißt du, wenn ich so abends hier alles ausmache und fertig bin mit Mucke und Grinden und Dings und Bums und Studieren und überhaupt für den Tag, dann ziehe ich mir so 50 Minuten Adlersson packt Amazon-Pakete aus. Lustig. Und, also ich finde Adlersson schon ein bisschen funny und so und schaue mir die Unboxings an, aber das andere Zeug schaue ich mir eigentlich nie an. Deswegen frage ich mich, ob das jetzt was Neues ist, was ich mir ab und zu geben kann. Ich gucke den Typ seit Jahren so. Also ich weiß nicht, irgendwie bin ich, irgendwie resonated der Charakter mit mir so. Auch die Leute, die da noch zugehören. Der Incognito hat auch sehr witzigen Channel in Fotzrico. Und ey, diese Amazon-Pakete, also die Videos an sich sind eigentlich langweilig, aber es ist halt irgendwie witzig zu sehen, wie dieser Typ so immer weiter in Essigflaschen versinkt und so. Die Leute schicken ihm ja einfach nur unnötige Scheiße. Die schicken ihm Sachen ganz gezielt, wo sie wissen, dass er da nichts mit anfangen kann. Und davon dann so viel wie möglich. Und seine ganze Wohnung steht halt voll mit Tomatenmark in Dosen, weil das irgendwie 15 Cent bei Amazon kostet. Es gibt so Plastikdinger, die sind irgendwie für Elektrotechniker geeignet. Die kosten halt 11 Cent und du kannst die versandkostenfrei halt an Max Adlersson seine Paketbox bestellen. So. Und ey, der hat tausende von den Dingern und wie gesagt, halt Liter Essig. Essig ist ausverkauft auf Amazon, weil das alles bei Max ist. So. Das ist okay, das ist schon ein bisschen auch mein Humor. Also ich habe nur gesehen, wie er früher so Kleingeld gekriegt hat und so. Und dann habe ich gedacht, okay, so ein Video mal geschaut, aber auch schon Jahre her bestimmt. Ja. Der macht eine Scheiße auch schon lang, Jahre auf jeden Fall, und dann nicht mehr was anderes geguckt, außer Deutschrap-Unboxings von Deutschrap-Boxen. Aber auch wichtig, gucke ich auch auf jeden Fall. Shoutout Adlersson, Alter, einer der besten YouTube-Channels in Deutschland und auch Shoutout an den Anwalt von Max Adlersson, der ihn aus dem YouTube-Jail wieder rausgeklagt hat, Alter, das war auf jeden Fall auch sehr stabiler Move. Ausgeklagt? Echt? Ja, die haben es tatsächlich geschafft, gegen YouTube eine Gerichtsverhandlung zu gewinnen, weil wow. YouTube sich nicht an die eigenen Geschäftsbedingungen irgendwie gehalten hat. Die haben irgendwie halt Max Adlersson gestrikt, ohne Vorwarnung, einfach den Channel gelöscht, mit so einem halb vorgeschobenen Grund irgendwie, weil der schon mal einen Channel gelöscht bekommen hat vor vielen Jahren. Und dann darfst du theoretisch nicht nochmal einen Channel mit Monetarisierung betreiben, so nie wieder in deinem Leben, wenn du einmal gelöscht wurdest von YouTube. Und hat er aber halt gemacht und dann haben die ihn halt einfach irgendwann weggebannt und jetzt dieser Anwalt hat es aber halt irgendwie geschafft, ihn da wieder rauszuboxen und jetzt kann er wieder Videos hochladen. Das ist aber auch eine wichtige Message, so egal wie krass mächtig das Gegenüber ist, wenn ihr wisst, ihr seid im Recht, so dann versucht so, wie es geht, drauf zu beharren. So. Nicht, weil jemand anderes sagt, der irgendwie einen höheren Status, mehr Geld, mehr Macht oder irgendeine Scheiße hat. Lasst euch nichts erzählen, wenn ihr wisst, ihr seid im Recht, Leute. Das ist ja auch, um nochmal das auf Musik zu beziehen, es wird ja auch oft geredet, so ja, gegen Universal-Klagen brauchst du gar nicht erst probieren und so. Also stimmt bestimmt auch so, wenn du dir jetzt nicht den Premium-Anwalt holen kannst. Aber ey, wenn du Recht hast, hast du Recht. So, und dafür gibt's Gerichtsverhandlungen, um rauszufinden, ob du recht hast. So. Chance besteht, so wenn der Richter so auch ein ähnliches Gerechtigkeitsempfinden hat, so was Richter eigentlich sollten in der Regel, ja, dann kannst du auch Glück haben, so mit einem schlechten Anwalt und alles. Deswegen guckt einfach, dass ihr, wenn ihr recht habt, holt euch dann einfach Hilfe. Auch jetzt nicht nur in diesen Sachen, auch in anderen Sachen, wenn ich irgendwelche Stellen was erzählen wollt, überlegt, habt ihr recht, informiert euch, macht euer Ding. Du weißt es bestimmt schon, aber ich habe fürs Ende vom Podcast immer so ein kleines Game, wo ich dir entweder oder Fragen stelle, ja? Du kennst das Spiel. Ich habe bestimmt schon mindestens jeden Podcast einmal gesehen. Ey, großer Ehre. Nicht sogar mehr. Was war deine Lieblingsfolge bis jetzt? Was würdest du sagen? Boah, kann ich nicht sagen. Ich finde, die sind eigentlich alle, weil die Charakter sind ja alle anders. So, boah, es ist schwierig. Ja, will ich dich jetzt auch hier nicht so, ehrlich gesagt, nicht so präsentieren. Aber freut mich, dass er dir gefällt. Naja, Kicks oder 808s? 808s, also Beat ohne Kick geht, Beat ohne 808 geht auch, aber 808, Mann. Melodien einspielen oder Melodien einklicken? Einklicken, Toplines, Leads und so einspielen ab und zu, aber so groben Klicken bin ich schneller.
Ja, same. Also ich spiele schon manchmal noch auf meinem MIDI-Keyboard, aber eigentlich bräuchte ich es nicht wirklich. So. Nicht mehr so oft, ehrlich gesagt. Ich finde, du kannst natürlich auch hier, wenn du Shift drückst und einfach leicht die Sachen verschiebst, so kannst du auch richtig, dass es humanized klingt. Und ich bin schlecht im Einspielen, halt auch einfach so. Ich bin kein Keyboard-Artist. So ein bisschen geht klar, aber einklicken, Alter. 808 Mafia oder Internet Money? Okay. Ich finde Internet Money auch cool, hat mir wahrscheinlich fast sogar mehr gebracht durch die ganzen Nick Mirror Tutorials damals und so. Es war so eins der ersten Sachen, so Nick Mirror, KBZ, Curtis King, so, aber alles auch schon halt ein paar Jahre her, was ich mir so an Tutorials gegeben hat, hat mir wahrscheinlich so von den Knowledge mehr gebracht, aber wie gesagt, Southside ist the GOAT, man, ist, glaube ich, mein Fave Producer, so. Okay, ja gut, dann easy call. Nur noch Loops machen oder nur noch Loops benutzen? Also quasi, du darfst entweder nur noch Melodien machen oder halt nie wieder eine Melodie machen, nur noch Drums machen. Alter, wow. Weil ich immer beides mache. Ich mache immer von, also halt so 90% vom Scratch, so ab und zu mein Loop von dir, ab und zu ein Loop von 100k. Boah, Alter. Ich mache zwar eigentlich lieber Drums, aber ich glaube, ich würde sagen, lieber Loops machen, weil da hast du einfach viel mehr Möglichkeiten. So, du kannst mit Drums out und auch mit Effekten und Pipapo machen. Aber so, wenn ich müsste, ein Stück weit ist es natürlich auch immer Selbstexpressen, so Kunst im weitesten Sinne. Deswegen wahrscheinlich eher Loops machen, aber Drums machen mir aber eigentlich mehr Spaß. Ja, Fehler, aber das ist ein gutes Argument eigentlich. So dieses, mit Loops kannst du halt viel mehr dumm, also viel verschiedenere Sachen machen einfach so und verschiedene Gefühle auch ausdrücken. Ja, schon. Ja, deswegen eher dann Loops machen, obwohl ich selber gar nicht so viel Loops mache, so, da halt die dich dann separat exportiere und später benutze. Ich fange halt meistens ein Projekt an und mache das zu Ende. Ja, das erinnere mich ja auch so. Meine Loops sind ja auch, 95% meiner Loops sind ja auch nur aus alten Beats raus exportiert, so, wo ich die Drums dann halt kacke fand. Ich versuche auf jeden Fall dieses Jahr noch irgendwelche Dinge zu droppen, ein Loop-Kit, so diese Trip-Loops, die ich angefangen habe, Beats, Loops, wo ich ein Auge zuhalten musste beim Produzieren, Type-Shit, die halt wirklich so trippigerer Sounds sind, so ich will das auch ein bisschen mehr noch machen, so sehr Drug-Influenced Sound zu machen, eben mit so verzerrten Gitarren und auch dann einfach im Processing die richtig abzufacken, da Band über Band-Emulation laufen zu lassen und pipapo. Gibt sehr so viele Plugins, Alter, da muss man gar nicht anfangen. Das ist eigener Podcast, was für Plugins man benutzt, man. Ja. Okay, letzte und wichtigste Frage: Weed oder Kratom? Kann ich nichts zu sagen. Distanzierst du dich? Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Noch nie gehört beides, keine Ahnung. Was ist das? Okay, alles klar. Alright, ja, dann hast du noch was, oder ja, ich würde jetzt beenden, außer du hast noch ein Thema, über das du gerne reden möchtest. Nee, Mann, ich habe genug Werbung für Hitters gemacht, so ich kann auch ganz off-topic. So, schaut euch den Justice League Snyder Cut an, 4 Stunden Superheldenwahnsinn, utopisch. Das war der und Tenet, so die letzten guten Filme der letzten Jahre, der letzten 2 Jahre. Und sonst, nein, schaut nichts an, baut Beats. Alles klar, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dasein, hat mich sehr gefreut. Ja, und die letzten Worte gehören dir. Nichts zu sagen, Alter, ich bin fertig. Grüße.